Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Jo, ich habe jetzt mein Land geholt. Ich habe gerade, ja, ich glaube, das war nicht die Polizeistation, die ich angerufen habe. Ja. Der Dieter hat das Auto schon mal wahrscheinlich heimgebracht, keine Ahnung. Und der andere saß überall, aber nicht in der Polizeistation. ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich jetzt die Scheiße hier alle wegkriege. Und, ja, irgendwas ist hier. Hier ist wieder alles durch die Gegend gefahren worden. Das eine weiß ich jetzt, das war der danke für den 10 Bits, das war der Dieter, ne? Der hat alles zum Schöffeldinger gefahren, das habe ich gerade gesehen, das steht alles im Weg rum. Das muss alles weg. Also das war schon mal kein Geist. Das ist geklärt, die Sache. Zu Fuß runter. Und wie gesagt, hier die ganzen Hochmisch aufräumen. Mein Saatgut muss weg. Ich glaube, der Deutsch steht auch noch drunten. So. Muss ich den holen gehen? Da steht mein Chevy. Unglaublich. Ah, so sieht's aus. Ein schwerer Tag hier zu Ende. Aber ich habe mein Feld angebaut. Sehen Sie etwas. Hallo Hugo. Der läuft sogar. Ja, ich hole mein Zeug noch weg, ne? Ja, wo ist denn der Traktor? Ich wollte langsam Feierabend machen. Ach so, ja, den bringe ich Ihnen. Moment, ich suche den noch. Bis gleich. Tolle unterwegs. Grüß Gott, Robby Robinski, Robin Pinski, nee, Robininski. Jetzt habe ich. Oder? Einen schönen guten Abend. Schön, dass du mal vorbeikommst. Ups. So. Wo ist der andere Deutsch? Keine Ahnung, wo der ist. Ich kann dir jetzt nicht suchen gehen im Dunkeln. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es nicht, wo er ist. Keine Ahnung, der andere ist auch weg. Arsch gelegt. Feierabend. Keine Ahnung. Ich wollte es nicht. Demnächst. Jetzt gehen wir hier rein. Ich kann stehen bleiben da. Keine Ahnung, wie der andere ist. Ich habe jetzt keine Zeit für da im Dunkeln, da jetzt 3 Stunden meine Fahrt zu gehen. Das ist Pech. Dann wird es eben nichts jetzt. Reparatur. Schöffeldinger! Schöffeldinger! Hugo! Hugo! Ja? Tut mir leid mit dem Deutsch, das wird heute nichts. Ich finde nicht, das ist irgendwie verschollen, keine Ahnung. Okay. Ich Quatsch, hier steht er doch, der Kleine, der steht doch hier vorne. Hier! Hier, vor dem, da, hier, den. Ja? Das ist er. Ja, der ist doch repariert. Der ist schon nicht abgekerchert. Komm mal ran, hier ein Kerscher.
Der ist schon abge... Ah, okay. Dann ist gut, ja. Dann ist das erledigt. Ach, Moment, ich steig mal ab. Puh. Oh, die Schaufel hier in meinem Wald. Was hat er denn noch hier hingekarrt? Ist das dann alles hier, oder... Ja, ist alles. Okay, da komme ich gleich nach Mähwerk noch holen und den Traktor, ne? Ja. Vielen Dank. Schießstand und ballert da rum. Hey, das geht ihm mal. Die Scheiße, ich muss ja noch aufschieben. Ups. Muss alles drin sein für die Nacht. Aus versicherungstechnischen Gründen muss ich wieder ärgern, wenn er wieder verschwunden ist von der Polizei. Also muss alles hier rein. Tja. So sieht's aus, liebe Freunde. Meinst du mich, was ich mache hier? Gartenfox. Ich fahr meine Scheiße heim. Der Reitmeier schon wieder. Hilfe! Reitmeier? Ja? Da wo du es geholt hast, ne? Ja. Weißt du wo? Ja, bei Deutz. Genau. Warte, ich fahr vor. Ja, ich fahr hinterher. Schön. Ich stelle einfach hier daneben, hier, vor die Haustür hier. Danke. Und wieder das was. Au. In der dunklen Nacht hier meine Scheiße zu bewegen, ehrlich. Der passt zu dem Schuster, der fällt genauso viel mit der bescheuerten Karre wie die. Alles klar, Dieter? Ja, ja, Zirkus. Karussell. Ja, so ähnlich, genau. Vor der Haustür, hab ich gestellt. Ja, ja, so ist ungefähr gut, ja. Ungefähr. Höhe! Nee, ist gut, alles gut. Hast du gut gemacht, Dieter. Ganz, ganz toll. Ja. Kannst später bezahlen. Ja, kannst du mal deinem Bruder Bescheid sagen, der soll mal die Musik im Polizeirevier leiser machen. Beim nächsten Mal. Guck dir wieder Fäden sehen. Ich glaube, da war was anderes im Gange. Jetzt, wo du gerade sagst Polizei, kann ich dich jetzt mal polizeilich was fragen? Ich glaube, in deinem Zustand besser nicht, oder? Ja, doch, muss sein. Sicher? Komm mal bitte her. Kannst du mal mitkommen, bitte? Wohin? Hier vorn Trecker. Was denn? Hier so. Hm? Ich will jetzt nichts sagen, aber guck mal hier so über den Teich in den Lichtkegel. Da steht irgendwas im Wasser. Da steht mein Auto. Im Wasser. Im Wasser? Wasser. Nee. Vorderachse ist im Wasser. Die Vorderachse? Achso, ja, ja. Aber der steht ja Gott sei Dank gut hoch vorne, weißt du? Den hol ich gleich schon weg.
Kann ich das nochmal sehen, dass du übers Wasser läufst? Ja, ich bin Jesus. Ich habe die ganz großen Füße hier, gewiss hier. Hast du auch die Badelatschen an? Ich habe die Badelatschen an, jawohl. Die Gummilatschen, weißt du? Ja, ja, gut. Da kannst du über Wasser laufen, wenn ja. Ja, morgen kommen meine Tabletten. Ah ja, gut. Aber nicht die vom Schöffelding, oder? Nee, mein Bruder bringt mir welche mit, wenn er noch welche hat, wenn er welche findet heute noch. Ich glaube, wo der heute ist, die Tabletten, die nimmst du besser nicht, die er davon da mitbringt, die... Das sind immer so eine bunten Smarties. Ja, die sind ganz schlecht verdaulich, glaube ich. Die hauen richtig rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wieder. Ja. Ich weiß nicht. Nee, lass die mal besser raus. Ich kann dir davon auch mal zwei haben. Nee, um Gottes Willen. Nee, ich brauche keine. Nein. Nur nicht die gelben, die schmecken nicht. Nee, das ist doch nicht unbedingt ratsam. Dann nimmst du doch besser die vom Doc. Eins, ja. Ja, die sind da wahrscheinlich weniger gefährlich. Aber da ist immer so eine Kuh abgebildet und habe ich immer gedacht, die muss woanders nehmen. Muss man im Kuhstall nehmen, habe ich gedacht. Genau, die sollst du im Kuhstall nehmen. Also nicht im Flur, nicht im Bad, nicht im Schlafzimmer, sondern im Kuhstall. Dann mögen die besser. Ach so, dann muss ich zu dir mehr kommen. Ja, oder zu den Schuster, ist egal. Hab's auch Kühe. Über den Schuster traue ich mich nicht auf. Das glaube ich. Ah, die. Ja, der Dolle, den ich gekriegt habe, der passt richtig gut dahin. Der fährt genauso bescheuert mit der schwarzen Karre, der durchging wie die anderen auch. Der passt gut dahin. Ja, der wird ja der neue Bürgermeister. Ja, das fehlt noch. Ja, meine Stimme hat er schon. Er hat gesagt, der hilft mir auch. Der will die Bestechung sein lassen, unterbinden. Weißt du, hier mal Fufi, da mal Fufi, weißt du? Das kann auf gar keinen Fall zulassen. Aber da reden wir drüber, wenn du wieder fit bist, Dieter. Ne? Ja, morgen, ja. Genau, ich muss weiter. Ich muss die Leine noch wegmachen, ja, ne? Ja, und jetzt hier musst du auch aus dem Weg räumen. Wenn das mache ich noch. Wenn das der Doktor sieht, ist wieder Kohl laufen. Nö, der mit seinem grünen Tick. Kein Problem, da gehen wir hin. Ja, soll ich dir noch was herbringen? Müsste alles hier sein. Kannst du mal gucken fahren beim Ding da, müsste alles hier sein. Ja, nee, der hat ja schon Duster alles. Ja, dann müsste alles hier sein. Okay. Alles klar, Dieter. Ja, tschüss. Jo. Mach's gut. Unbedingt mit meinem Anwalt reden. Das geht ja gar nicht. Abarbeit. Das wird noch mehr Arbeit. Das ist keine Abarbeit, das ist mehr Arbeit. Der macht mir sonst gar nichts. Nee. Ja, hallo? Ja, hier steht noch ein Träger von dir. Noch einer? Ja. Oh, der Aisha. Ja, das ist aber auch deiner jetzt. Das ist auch meiner, ja. Den könntest du noch zum Hof bringen, wenn es ging. Ja, mach ich. Ja, das wär ganz lieb, Dieter. Ja, ich nehme noch eine Tablette und dann komme ich hoch. Nimm besser keine. Nee, muss ich nehmen. Ja, ich weiß nicht, welche du nimmst. Das kann ganz schlimm enden. Das ist nicht gut. Meine Uhr hat schon gepiept, die muss ich nehmen. Ja. Nee, dann hoffen wir, dass die richtige ist. Ja, bis nachher gleich. Jo, ist aber keine blaue, oder? Nein, ist so eine Lila. Du erkennst ja schon noch den Unterschied zwischen Männern und Weiblern, ne? Ja, das ist so eine lila, ne? Da sind so eine bunten Blumen drauf. Aber auch wenn du die blaue nimmst, weißt du trotzdem noch, wer Männer und Weiber ist. Ja, weißt du eigentlich. Weißt du, ich drück nämlich noch gern beim Scheißen, weißt du? Da hab ich kein Problem mit. Weißt du eigentlich, wie von innen aussehen? Von innen, ne? Da brauchst du auch eine ganze von, wa? Nee, warum? Ja, wenn du nicht weißt, wie die von innen aussehen, die Tabletten? Brauchst du wohl eine ganze, ja. So, ich sitze auf die olle Möhre. Genau, ja. Immer schön vorglühen und dann kommt der auch schön, ne? Ja, wenn man hier nach rechts fährt, dann lenkt er nach links. Ist das normal? Nee, ich glaube, das liegt an deinen Tabletten, die dann. Das Problem hat er noch nicht gehabt eben, ne? Hat der auch einen Lichtschalter irgendwo? Ja, einen Schlüssel drehen. Na, ich fahre schon, ist aber alles duster. Ja, dann hättest du das ein bisschen vorher mal anmachen. Das ist aber, wenn du den Schlüssel drehst, dann geht auch Licht an. Dann kommt die Erleuchtung auch zu dir. Ah. Weißt du? Jetzt ist an.
Ich fahre mal los mit Licht. Ja, genau. Okay. Alles klar, Lila. Ich fahre jetzt raus aus dem Händler. Okay, mach schön vorsichtig, ne? Ja, wenn ich denke, dass ich bei dir bin, stelle ich hin, ja? Am besten ja. Seit wann ist denn eine Kirche in deine Richtung? Nee, da bist du falsch, Dieter. Da bist du ganz falsch. Ja, hier vorne gleich hinter der Kirche, die erste Einfahrt. Nee, da kommst du dann zum Schafbauern und so. Nee, das ist nicht der Schaf. Doch, Jungbauer ist da und so. Nee, ich glaube, das ist Schuster sein Hof. So, das ist noch schlimmer. Ja, hier soll ich hinstellen? Nee. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall bei Schuster. Um Gottes Willen. Oh, mir ist so schwindelig. Ich muss den Träger stehen lassen. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ich hau ab hier. Ja. Okay. Mach's gut, Dieter. Das geht ja gar nicht. Wo? Ich mal abschneiden kann. So, jetzt muss ich die Scheiße noch holen gehen. Komm ich hier nur raus? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss mal. Nein, ich will nicht raus. Unglaublich. Mein Hobel ist so scheiße. Und der Winter ist auch bald rum, da würde ich mal gucken, dass ich mal Sommerreifen auf den Traktor kriege. Das darf ich kann mal zählen, Sommerreifen auf den Traktor. Das ist unglaublich. Ach, zu. Jetzt machen wir den noch weg. Wie viel noch ein Traktor? Glaube ich. Gedacht, dass das nicht anliegt hier. Oh, nee. Dann muss ich ihm drin bleiben. So ein Cheat. So, zu das Loch. So. Jetzt wollen wir den noch weg. Ach nee, ich muss den einen noch holen. Mal den Eichhorn noch schnell fix weg. Hilfst du zu? Ja, hilfst zu. Gut. So. Ah ne, mein Chevy muss ich erstmal rausfahren. Unbedingt. Ach, den anderen lass stehen. Kann ich immer noch sagen, wer Jungbauer sei. So. Auch zu Hause. Licht an. Mist. So, jetzt. So, das ist zu Hause. Ups. Die Scheiße lasse ich stehen. Kann andere machen. So. Gut, meine lieben Freunde. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, könnt ihr unserem Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr schon mal bei YouTube seid, könnt ihr ein Däumchen da lassen und ein Abo, weil da kostet nichts. Ne? Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.